Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leser und Leserinnen des US Options Traders. Ein neues Video-Update heute am Freitag, den 17. August. Ja, und meine amerikanische Options-Trainerin, Lehrerin würde jetzt noch weiterfahren. Oh boy, was für ein Wetter haben wir. Herrliches Sommerwetter. Wir haben steigende Kurse, das Depot steigt wieder, was wollen wir mehr? Ja, wir Deutschen sind da immer ein bisschen sachlicher und so eben auch ich. Ich gucke mit Ihnen gerne die Indexe genau an, schauen wir mal, wohin die Reise geht die nächsten Tage. Und als erstes möchte ich auf den Dow Jones eingehen. Im Wochenchart hier eingeblendet für Sie am Bildschirm und Sie sehen hier in diese schwarze Linie, das ist der langfristige Aufwärtstrend und hier wir sehen das Allzeithoch des Dow Jones bei 13.300 Punkten, die wir in den vergangenen Tagen schon bald erreicht haben. Sie sehen umso mehr, dass wir im Moment an einem ganz wichtigen Punkt sind hier an dem Markt, wo es wichtig ist, bricht jetzt der Markt wirklich nach oben aus diesem Dreieck, was sich gebildet hat, oder sehen wir nochmal eine Rückkehr nach unten und einen Durchbruch nach unten. Volumen gibt uns einen Hinweis darauf, dass dieser Aufwärtstrend nicht sehr nachhaltig ist oder nachhaltig sein kann im Moment, weil wir steigende Kurse haben und aber abnehmendes Volumen. Ja, bedenken Sie bitte, das hier sind Wochenangaben. Das heißt, wir haben Woche für Woche abnehmendes Volumen. Wir sind jetzt in der vierten Woche, wo wir abnehmendes Volumen haben, aber steigende Kurse. Das ist natürlich die Frage, ob das auf dieser Basis ein nachhaltiger ständiger Aufwärtstrend sein kann. MACD auf Wochenbasis ist noch im Kaufmodus. Stochastik hier wieder weiter ein Stück im überkauften Bereich. Und wenn wir das einfach mal vergleichen, hier Anfang des Jahres waren wir schon mal in diesem überkauften Bereich, aber die Kurse stiegen noch. Doch früher oder später werden sie ganz einfach dann stagnieren und einfach korrigieren. Das gleiche hatten wir hier letztes Jahr im Oktober, wo wir einen Top erreicht hatten und eine Korrektur. Und wir wissen ja alle noch letztes Jahr im Juli, August dann die starke Korrektur. Noch lässt sich hier keine genaue Aussage machen. Wir werden die nächsten Tage abwarten müssen, in welche Richtung sich der Markt weiter bewegen wird. Schauen wir uns das Ganze noch auf Tagesbasis an. Hier sehen Sie das Ganze einfach herangezoomt, aufgeschlüsselt auf Tagesbasis. Hier haben wir das Hoch, hier die Aufwärtstrendlinie. Der gelb eingezeichnete Bereich ist aus der Wochensicht heraus, wo die Stochastik schon im überkauften Bereich ist. Und Sie sehen, gestern hatten wir sehr wohl steigendes Volumen, aber die Tage zuvor war abnehmendes Volumen. MACD auf Tagesbasis kreuzte hier am Mittwoch kurz unterhalb. Jetzt sind wir oberhalb der Signallinie, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier an einem Punkt, wo es sich zeigen wird, ob wir wirklich nachhaltig über das Allzeithoch hinausgehen oder es doch nochmal eine Korrektur nach unten geht und eventuell auch weiter durch. Wenn Sie sich die Nasdaq anschauen, da haben wir hier das gleiche Bild. Hier auf Tagesbasis dieser Trendkanal, der sich seit Mai, Ende Mai, Anfang Juni herausgebildet hat. Auch hier sind wir fast an der oberen Linie des Trendkanals. Das Zwischenhoch hier bei 3000 Punkten sind wir jetzt hier auch wieder angelangt. Gestern am Donnerstag, den 16. August,
Schloss Nasdaq mit 3062 Punkten. Hier das Allzeithoch lag bei ca. 3125 Punkten, ein paar zerquetscht ist. MACD ist im Moment noch hier im Kaufstatus. Stochastik, die langsame Stochastik, ja, die ist noch hier im überkauften Bereich. Das kann sehr wohl sein, dass wir hier noch für ein paar Tage weiter aufsteigende Preise oder Kurse haben, der sich hier oben entlanghangelt und dann aber doch nochmal nach unten korrigieren wird, ganz einfach aus dieser charttechnischen Formation der Stochastik heraus. Und jetzt hier noch den S&P 500, den ich in der letzten Wochenausgabe eben spaßeshalber den Spider-Man unter den Indexes genannt habe. Sehen Sie sich das an? Also der hangelt sich hier wirklich oben an der Decke entlang. Der klebt hier regelrecht an der oberen Trendlinie. Wir haben jetzt hier auch das Allzeithoch nicht, aber das letzte Zwischenhoch hier bei 1415 Punkten erreicht. MACD ist noch im Kaufstatus und Stochastik hier das gleiche Bild auch überkauft. Das heißt jetzt für uns ganz einfach, die nächsten Tage werden hier ganz entscheidend sein. Die Frage ist wirklich weit steigende Kurse. Ich rechne, selbst wenn es auch kurzzeitig nur ist, also mit einer Korrektur, könnten wir hier rechnen. Wie heftig diese ausfallen wird, werden wir einfach sehen. Manchmal kann eine Korrektur von der Stochastik her innerhalb von 3 Tagen erledigt sein. Sie sehen das hier 1, 2, 3 Tage, noch den 4. Tag ein bisschen. Oder auch hier 3 Tage, einmal eine kurze Korrektur und dann weiter nach oben. Im Moment werde ich mit Long-Positionen nur ganz selektiv vorgehen. Sie wissen, gestern haben wir eine neue Long-Position aufgenommen aus dem Biotech-Bereich und wir haben Goldmine-Aktie aufgenommen. Ja, das stammt ganz einfach aus meinen Recherchen, aus meinen Analysen heraus. Sie wissen oder Sie erinnern sich noch an letzte Woche, wo ich eine ganz ausführliche Markt- und auch Branchenanalyse gemacht habe, wo ich Ihnen aufgezeigt habe, welche Branchen im Moment noch ein Aufwärtspotenzial haben, welche jetzt ganz interessant werden, sind einfach die Goldminenaktien, ist mittlerweile auch überall in den Medien zu lesen. Die Goldaktien sind in der letzten Woche sehr stark gestiegen. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Allerdings sind das noch keine Kaufsignale. Denn die sind einfach in den letzten Tagen, oder nicht letzten Tagen, in den letzten Monaten sehr stark nach unten getrieben worden. Aus diesem Tief müssen die sich erstmal erholen. Und hier muss erst eindeutig ein Trendwendemuster erkennbar sein, sodass wir hier mit gehebelten Produkten, mit Optionen auch wirklich eine schöne Aufwärtsbewegung mitnehmen. Diese Trendwende haben wir bereits bei dem Goldminen-Aktie, die wir gestern aufgenommen haben. Das ist die Royal Gold mit dem Kürzel ERGLD. Und hier zur Erklärung, warum ich in diese Aktie eingestiegen bin, ist, wie ich es Ihnen erklärt hatte, seit Mai haben wir hier einen Aufwärtstrend. Eine kurze Erholung fand hier statt auf den 22-Tageslinie. Ich nehme einmal kurz hier diese Fibonacci-Zahlen heraus für Sie. Dann ist es für Sie leichter, das nachzuvollziehen. Also hier die blaue Linie, die 22-Tageslinie und die
pinkfarbene, magentafarbene ist die 50-Tages-Linie und mittlerweile notiert Royal Gold. Oberhalb der 50-Tages-Linie, hier MACD ist noch nicht ganz auf Tagesbasis wieder in einem Kaufsignal, aber hier selbst die Langsamstochastik zeigt hier wieder eine Aufwärtsbewegung an. Und Sie sehen, wenn wir es vergleichen, die letzten paar Male hier eine Aufwärtsbewegung, hier eine Aufwärtsbewegung. Und definitiv hier hatten wir eine sehr starke Aufwärtsbewegung, sodass ich jetzt im Zuge der allgemeinen doch erwartenden oder zu erwartenden Goldhause einfach hier bereits rein bin, um diese Bewegung nach oben mitzunehmen. Mit Royal Gold ist das eine der Goldminenaktien, eine von den ersten, die wir jetzt eben aufnehmen. Ich habe noch die ein oder andere Goldaktie im Visier und mein Augenmerk ist einfach verstärkt im Moment auf die Edelmetalle, auf Gold, Goldminenaktien und auch Silber. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Hier am breiten Markt, damit meine ich einfach DAX, auf deutscher Seite oder dann eben für uns als US-Options-Trader hier Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq. Hier ist der breite Markt teilweise schon sehr ausgereizt. Hier verweise ich nochmal auf meine Branchenanalyse von letzter Woche im Freitagsvideo, sodass hier in den verschiedensten Branchen ich nur ganz selektiv noch Long-Positionen eingehe und Hauptaugenmerk jetzt für uns, die nächsten Wochen sind einfach die Edelmetalle. Hier zeige ich Ihnen auch im Bild bereits schon Gold, der ETF, GLD. Hier im Monatschart über 5 Jahre. Und ich finde diese Entwicklung sehr, sehr interessant. Lassen wir jetzt einfach mal diese vielen Linien, die ich hier habe, das sind verschiedene Trendlinien, die ich eingezeichnet habe, lassen wir im Moment außen vor. Was ich für Sie ganz einprägend finde, ist einfach, schauen Sie sich das mal an, hier die langsame Stochastik im Jahre 2008. Hier Oktober 2008 war hier an einem Tiefpunkt. Danach ging es beständig nach oben. Das ist praktisch hier diese schwarze Aufwärtstrendlinie. Die hatte hier ihren Beginn im Oktober 2008, was hier diese langsame Stochastik sehr gut anzeigt. Langsame Stochastik gibt uns einfach ein sichereres Signal an, als jetzt die schnelle Fast Stochastik, die kleinere Bewegungen mit anzeigt und dadurch aber auch eher Fehlsignale mit angibt. Hier die langsame Stochastik auf Monatsbasis zeigt uns also eine sehr nachhaltiges Signal, wo wir dann sagen können, hier fängt nun ein neuer Aufwärtstrend an und an dem gleichen Punkt sind wir einfach jetzt derzeit. Das finde ich ganz, ganz markant. Hier dieser Knick nach oben, dass wir hier einfach sehen, hier haben wir jetzt definitiv die Trendwende. Auf Monatsbasis auch hier interessant. 22 Monatsbasis sehen Sie, hat wunderbar hier als Unterstützung gehalten. Seit 4 Monaten sind wir jetzt hier in dem Bereich. Und das orange eingezeichnete Dreieck zeige ich Ihnen gleich noch genauer auf Tagesbasis. Hier müssen wir ganz einfach jetzt auch drüber hinwegkommen. Aber das wollte ich Ihnen einfach nicht vorenthalten, um einfach Ihr Augenmerk darauf zu richten. Wir werden hier definitiv steigende Goldpreise sehen. Hier das Ganze auf Wochenbasis, 5-Jahres-Überblick Wochenbasis. Hier sehen Sie auch MACD hat auf Wochenbasis bereits schon zu einem Kaufsignal gedreht. Wir befinden uns hier zwar noch auf Wochenbasis, unter den verschiedenen Durchschnitten, das heißt unterhalb des 22 und 50 Wochen Durchschnitts, aber hier sieht es sehr bullisch durchaus, dass es hier weiter nach oben geht. Und auf Tagesbasis
haben wir im Moment dieses Bild, dass wir hier ein Dreieck herausgebildet haben, aus dem sich nun Gold ganz einfach herausbewegen muss. Und hier grün eingezeichnet hatte ich, dass Gold immer wieder hier diese Unterstützungen getestet hat, 22 und 50 Tageslinie, und die hier doch eisern gehalten haben und nach oben gehen, und ich jetzt hier auch mit einem Ausbruch nach oben hin rechne. Und zum Abschluss noch, wie versprochen, ein Blick auf Silber. Silber wird auch wieder interessant. Es zeichnet sich wie bei Gold eine ähnliche Entwicklung ab. Schauen Sie sich's an. Ich habe hier Ihnen einfach mal die 10-Jahres-Übersicht auf Monatsbasis aufgezeigt. Hier langsame Stochastik, das gleiche Bild wie bei Goldentwicklung. Im zweiten Halbjahr von 2008 zeigte die Stochastik eine Bodenbildung an, Aufwärtsbewegung nach oben, und das war auch genau der Beginn von dem Aufwärtstrend, was dann auch den Silberwert bis an die Spitze von 50 Dollar pro Unze gebracht hatte. Derzeit haben wir eine sehr, sehr gute Unterstützung bei ca. 26 Dollar. Ja, das wurde im zweiten Halbjahr 2011 bereits getestet und auch jetzt noch einmal in den vergangenen 4 Monaten, also die gleiche Entwicklung wie bei Gold. Und wir haben hier eine ziemlich ähnliche Entwicklung, dass es hier sehr bald nach oben gehen kann. Wenn wir uns das Gleiche auf Wochenbasis anschauen, dann sehen Sie, auch hier MACD hat auf Wochenbasis bereits nach oben gedreht. Das hatten wir zwar schon einmal, es kam aber immer noch weiter nach unten. Wichtig ist jetzt einfach, dass die Widerstände überwunden werden, die sich einfach in den letzten Monaten aufgebaut haben. Und auf Tagesbasis haben wir im Moment folgende Situation. Wir haben in einen Abwärtstrend, ich gehe noch einmal kurz zurück. Wir brauchen noch etwas. Hier, das wollte ich Ihnen noch einmal zeigen. Hier im Mai, Ende April 2011 hatten wir also hier das Hoch. Seitdem hat sie sich hier eine Abwärtstrendlinie herausgebildet und diese gilt es nun zu durchbrechen. Und jetzt wechsle ich wieder auf die Tagesansicht. Hier sehen Sie diesen Abwärtstrend, liegt ungefähr im Moment gleich auf mit der 200-Tageslinie und Sie sehen hier stößt im Moment der Silberpreis an die Grenze bei 27,50 bzw. 28 Dollar. Und als allererstes ist jetzt wichtig, dass hier dieser Silberpreis über diese Grenze von 28,40 hinausgeht. Und dann haben wir hier in diesem Bereich bei 29,30 Dollar den nächsten Widerstand. Sobald Silber oberhalb von 30 Dollar notiert, haben wir hier eine ganz starke Aufwärtsbewegung. Ja, diese Bewegung hier, das wird noch etwas dauern, aber sobald hier der Ausbruch erfolgt, werden wir eine sehr starke Silberpreisentwicklung sehen. Auf Tagesbasis hat der MACD mittlerweile auch zu einem Kaufsignal gedreht. Das hatten wir hier in den vergangenen 1,5 Monaten bereits, seit Ende Juni, haben wir hier eine Aufwärtsbewegung, aber Sie sehen, so richtig nach oben kam der Silberpreis nicht. Er tickerte zwischen 26 und jetzt hier 27, 28 Dollar. Eine Aufwärtsbewegung, die wir mit Optionen handeln, muss da schon ein bisschen mehr Dynamik dahinter haben. Das brauchen wir ganz einfach, weil Optionen sind Hebelprodukte. Hier wollen wir eine richtig starke Bewegung sehen. Wir handeln eher die Ausbrüche und da ist bei Silber im Moment das noch ein bisschen zu früh. Wenn hier sich etwas tut, dann gebe ich da natürlich dann den Startschuss, wann wir uns hier mit einem Call dementsprechend positionieren.
Und ich hatte es auch gerade eben schon erwähnt. Ein ganz wichtiger Punkt beim Optionshandel ist, dass wir Optionen nicht so handeln wie Aktien. Dass wir hier eine schnelle Bewegung brauchen, ein Momentum brauchen. Das ist mit ein ganz wichtiger Punkt, der oft bei Optionshandel vergessen wird. Und da bin ich schon gleich bei einem der Punkte, was ich in meinem nächsten Webinar nächste Woche am Donnerstag besprechen werde. Nämlich hier geht es um Anfängerfehler beim Optionshandel. Man kann es Anfängerfehler nennen, man kann es generell Fehler nennen. Ich gehe auf die wichtigen Faktoren ein beim Optionshandel. Und wenn Sie hier die Fehler, die man machen kann, kennen und dann auch daraus lernen, wie man sie vermeidet, dann werden Sie auch nachhaltig mit dem Optionshandel erfolgreiche Gewinne einfahren. Deswegen bitte merken Sie sich vor und melden Sie sich am besten auch heute gleich noch an. 23. August, das ist nächste Woche Donnerstag von 19 bis 20 Uhr, werde ich also hier dieses Webinar halten. Anmelden können Sie sich wie gewohnt mit einer kurzen E-Mail an info@us-ot.de. Damit bleibt mir jetzt für heute nur noch übrig, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Zeit.